Herzlich willkommen bei Resident Evil 2 Remake. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel und dass ich das jetzt reibungslos eingestellt habe, dass ich das jetzt zocken kann. Also lege ich auch direkt los. Starten. Und Kampagne. Ich habe noch nicht angefangen, also warum da Fortsatz schon steht, weiß ich nicht. Neues Spiel. So, jetzt die Frage, mit wem wollen wir spielen. Dann sage ich jetzt einfach, ich spiele mit Leon. Assistiert, Zielhilfe, teilweise Auto, Erholung der Gesundheit, Gegner sind etwas schwächer. Normaler Spielmodus. Veteran. Ich bin zwar Veteran, aber ich spiele Standard. Raccoon City. Industriestadt, der so schnelle Ladescreen, der, dass ich das nicht lesen konnte. Nein, mal im Ernst, okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zellen in dich. Ich hab dich. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Hat er voll erwischt. Nein. Nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Rennen? Die sah noch viel zu frisch aus für eine gerade angefahrene Frau. Keine Verwesungsspinnung, wie sie kann nicht. Niemand da? Komisch. Ja? Fußspuren? Sag doch, ne? Fußspuren. Oh. Darf ich spielen? Ernsthaft, das Video war Ingame-Grafik. Ich bin begeistert. Ja, WASD. Check. Habe ich. Laufen. Sprinten. Jawohl. Habe ich. Shotgun im Kofferraum. Check. Kann ich nicht rein. Warte. Menü gibt's noch nicht. Alles klar. Tutorial. Ja, darf ich noch nichts machen? Außer zur Tür gehen. Sieht das gut aus. Also nicht nur der Burger, sondern auch die Bewegung. Okay, so pushen. Hallo? Irgendjemand Hallo? Da? Nein. Hm.
Ach, warte. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Da liegt ein blutender Mann auf dem Boden. Der zeigt mir nur immer sein Gesicht und sagt, geh da rein. Warum? Soll ich dich nicht erstmal versorgen? Wäre das vielleicht nicht cooler und so? Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher! Frischer Nacken. Stopp! Ich schieße! Ja? Ach so? Warum hast du eine Waffe? Das ist die nächste Frage. Warum hat der Typ eine Waffe? Aber das ist Leon. Der hat alles. Wie viel hält er denn aus? Okay. Manchmal kommen sie wieder, nicht? Der Typ wurde gebissen, der Officer. Eigentlich müsste ich dem jetzt auch eine Kugel verpassen. So ich als alter Veteran und so. Nein, ich will da noch nicht rein. Ich will erstmal gucken, was hier hinten noch so geht. Ich hab nämlich nur noch 5 Stunden. Nee, halt da. Da will ich hin. Siehste, da ist nämlich Schlüssel und so. Okay, da ist Gesundheit. Ich glaube, ich bin mit meiner Anzeige gar nicht so verkehrt, ne? Vielleicht noch einen Tick. Tick höher, eventuell noch. Und die Musik ist ja grausig. Siehst du jetzt. Das kann nicht sein. Was zum? Warum steht er immer wieder auf? Ich weiß. Schlüssel bitte, danke. Da kommt der nächste. Der steht da hinten auch wieder auf. Natürlich. Ich laufe hier erstmal so durch. Munition sparen und so. Hey Claire! Nicht schießen! Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh Scheiße! Adam Riese hat er noch einen Schuss. Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Eine riesige Schar von Zombies, würde ich sagen.
da im Intro schon eine kleine Anspielung auf Resident Evil Tactics versteckt. Also die Einsatzgruppe von Umbrella. Wo eigentlich auch schon ein Spiel rausgekommen war, aber da war einmal einer mit Armeeausrüstung zu sehen, ganz kurz. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Rennen. Ja, gute Idee. Ah! Ach du Schande! Ah! Okay. Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Das kann ich! Oh, hätte schlimmer kommen können. Claire, alles klar? Stell dir vor, es wird regnen. Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Okay. Das ganze Chaos. Ich lauf mir erstmal einen Wolf, würde ich sagen. Ich weiß nicht wohin. Hier sieht's gut aus. Immer in die dunkle Gasse. Das ist der sicherste Platz. Sind alle so. Alle Verwandten. Okay. Kommt mir keiner hinterher. Wunderbar. Ich habe immer noch die zwei Schuss. Da ist sie. Polizeistation. Ich habe zwei fucking Schuss. Und hier stehen die Zombies. Kann ich auch so schleichen? Nee. Machen. Dings vor. Apollo. So. Das Thema schon mal durch. Munition war trotzdem cool, irgendwie. Jetzt stapeln sich schon die Leichensäcke. Dann hinein, würde ich sagen, ne?
irgendjemand hier? Keep out. Heilspray. Oh, das gute alte Heilspray. Munition. Und der gute alte Speicherschreibmaschine wahrscheinlich. Kiste? Gibst du was? Nö. Noch nicht. Aber auf dem Computer kann ich doch bestimmt schon was gucken, oder? Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Sollte den Typ suchen. Okay, ich habe meine Aufgabe erkannt. Karte. Aber so, gehen wir aus. Das ist ja ganz interessant. Alles klar. Okay. Raum der Wache. Alles klar. Speichern. Ja, bitte. Speichern ging fix. Muss ich was zum Durchschneiden haben? Nur damit ich. Was ist Klebeband? Reiß das doch einfach ab. Reiß das doch einfach ab. Muss ich irgendwas einsetzen? Kennt man. Ein schönes Rätsel. Und ich, hier kann ich ja noch nicht rein jetzt. Also hier. Also doch, das ist der Keep-Out-Bereich. Sehr gut. Hervorragend. Also ich wünsche mir grundsätzlich einfach nur ein Messer oder sowas, ne? Würde ich mich hier einfach durchmessern. Du schaffst das. Was soll ich schaffen? Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Da liegt einer. Das ist meistens nicht gut. Ich habe keine Angst, nein, nein. Nur Respekt, wenn er aufsteht. Du hast Munition unter dir liegen, aber ich vermute mal, wenn du aufstehst. Noch nicht.
die verdammte Tür auf! Ich hol sie raus!